Ich guck nochmal genau, was da passiert. Also. Wir können die beide stapeln. Dann fliegen die da durch, unterbrechen das kurz. Aber das sind nur vielleicht 3 oder 4 Sekunden. Reicht also nicht. Ich selber kann nur hier rüber hüpfen. Was mir nichts bringt. Was mir nichts bringt. An den da oben komme ich nicht dran. An den da, an den Kollegen, ne? Warte mal. Ne, das kann ich mir nicht holen. Kann ich, wenn ich die beide aufeinander stapel, ist es so hoch, dann komme ich gar nicht mehr rauf, ne? Ja, dann komme ich gar nicht mehr rauf. Nützt also nichts. Dann können wir dieses Rätsel noch nicht lösen, habe ich das Gefühl, oder? Ja, okay, wir gehen erst nochmal woanders hin. Ich weiß leider nicht, wie wir hier weiterkommen. Dann gehen wir erst nochmal woanders hin. So. Irgendwas scheint mir da noch zu fehlen. Ich weiß nicht was, aber irgendwas fehlt. So, ich habe es begriffen. Und was nun? Ach, schön. Die einzig sinnvolle Aufgabe ist es, den Aufgaben ein Ende zu setzen. Ja, also Edochin irgendwie zu besiegen, wa? Wusch. Ja, sehr kreativ. So, dann lasse ich erstmal. Erstmal keinen Rat, weil bringt mir eh nichts. Ah, hier fehlen überall die Ventilatores. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Wusch heißt das Ding. Okay. Wo ist denn mein Ziel? Blöd, dass man hier nicht in die Hocke gehen kann. Wie soll ich denn da dran kommen? Ich denke, wie rüberhüpfen? Wahrscheinlich, ne? What the hell? Hä? Okay. Interessant. Das ist ja auch sehr interessant hier. So, die laufen alle, die laufen alle. Ich kann aber hier... Wo geht's denn hier hin? Aha. Ah. Danke. So, danke schön. Den nehme ich gerne. Den machen wir auch mal aus. So, wusch, wusch, wusch. Das ist ja super. Das funktioniert an der Stelle nicht, aber da würde es eventuell funktionieren. Jawohl. So, damit ist der hier aus. Und ich kann hier den rausnehmen. Das bringt genau was. Nothing. Behaupte ich mal. Kann ich von hier reinsetzen? Nee, ne? Den Anzug aktivieren macht nichts. Das hier, das hier. Hä? Wieso ist da eine Leiter? Ich kann doch von nirgendwo da reinhüpfen. Zumindest sehe ich das aktuell nicht. So, wir müssen jetzt den Blauen unterbrechen. Der Blaue, der Blaue, der Blaue. So. Der Blaue, der Blaue, der Blaue. Wir haben zwei von den Quadern. Warum habe ich hier so viele Ventilatoren? Hä? Warum habe ich zwei hiervon vor allem? Kann ich hier irgendwo hoch? Gerade so nicht. So, wir haben alles nur, der pustet hier rüber. Und der würde dann einfach das Ding hier hin pusten. Bringt also nichts. Der ist nutzlos, der ist sowieso. So, der pustet den hier hin. Nützt mir nichts.
Der pustet den... Warte mal. Ich habe gerade gedacht, dass ich den da irgendwie so rüberblasen kann. Das geht aber nicht. Das geht leider nicht. Hä, was soll das denn bringen? Warte mal, ich habe doch irgendwo... Ja, hier, den kann ich noch nehmen. Warum Wusch? Der pustet mich bis hier rüber. Alles klar. Der würde mich dann hier runter pusten. Interessant. Warte mal, würde der auch... Ja, würde er. Okay. Aber wieso? Moment, irgendwas müssen wir hier... Ich probiere einfach mal aus, was hier passiert. So. Wir machen jetzt hier mal eine kleine Kettenreaktion. Zack, zack. Dann schießt er den da hin. So, schön, schön, schön. Warte mal, jetzt mach ich mal hier den. Hat das irgendwie Einfluss darauf, wenn ich den... Voilà. Ne, das, also der Gegenteilige da, der hat überhaupt keinen Einfluss darauf. Der ist völliger Quatsch. Tja, schön. Das geht also so, so, so. Interessant. Okay, dann habe ich den hier, der war ja nur dafür da, da rauszupusten. Und der hier bläst einen dann quasi... Ja, nicht so wirklich, ne? Der boostet eh nicht so weit. Warte mal. Moment. Ah, das bringt also nichts. Ja, das ist... das ist super. Moment, ich habe gerade noch eine andere Idee. So, gib mir das mal her hier. Zack. Und zwar da. Einmal hier. So, wenn ich jetzt den da rausbuxiere, wird er dann da... Aber ist das dann lang genug unterbrochen? Weiß ich nicht, muss ich ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirkt. Oh, verdammt. Warte. Haha, das reicht nicht. Der pustet den nur bis ganz da vorne hin. Okay, kann ich von woanders irgendwie? Nee, das bringt ja auch nichts. Den von woanders da drauf pusten lassen, nützt ja nichts. Der ist an der falschen Stelle. Also Wusch heißt für mich hier Wumm. Wumm. Das ist Wusch, ja? Aber wieso Wusch? Was soll das bringen? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Ja, den ausmachen war ja nur, damit ich den kriege. Das heißt, der ist uninteressant. Wahrscheinlich sind nur die interessant, die richtig stark Wind verursachen.
Der zum Beispiel macht auch nicht so starken Wind. Der ist relativ lahm. Die einzigen, die starken Wind machen, sind die, die einen hier von A nach B tragen. Nur die bringen mir ja nichts. Also quasi der hier. Der ist interessant. Und der, der mich dann nach hier pustet. Was aber nichts bringt, augenscheinlich. Ich mach das nochmal, aber ich denke nicht, dass mir das was nützen wird. Bam. Ich ist einfach nur Spielerei gerade. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber wir gucken mal. Ja, dann werde ich hier vorne hingeleitet. Toll. Verarschen lässt sich das Spiel natürlich auch nicht. Ich muss das Ding unterbrechen. Es hilft nichts. Ich muss diesen Strahl unterbrechen, aber wie? Ich muss diesen Strahl unterbrechen. So, das Ding hier in Pusten bringt gar nichts. So. Den da hochboxieren unterbricht ja lediglich. Also den roten unterbricht ja den da. Das ist aber Quatsch. Der bringt mir nichts. So, hier, der schwebt an der falschen Stelle. Das ist schön mit dem Wusch hier, aber wieso Wusch? Warum? Warum Wusch? Also das macht Wusch hier, ne? Wuff, wuff. So, ich lande genau hier, aber was bringt das? Es bringt genau gar nichts. Wofür ist der hier überhaupt gut? Ich übersehe hier irgendwas. Ich weiß noch nicht was, aber ich übersehe hier irgendwas. Boah, Leute, ich will nicht schon wieder in die Lösung gucken. Ich will das auch mal alleine schaffen. Okay. Ich hab eine Idee. Moment. Reicht nicht, ne? Moment, wo ist der zweite? Wie hoch wird denn das? Ich glaube, ich habe das Rätselslösung. Warte. Moment. Dass man quasi schnell genug dahin kommt. Yo, 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 yo. So. Moment. Stehe ich überhaupt drauf? Ja. Ja. Nee. Aber das hat nicht. Hä? Unterbreche ich das damit überhaupt? Nee, ne? Aber ich weiß jetzt zumindest, wofür das gut ist. Klar. Das macht vollkommen Sinn. Sobald ich den hier oben unterbrochen habe, ich muss nur... Unterbricht den das überhaupt? Warte mal.
verzweifle nicht. Schnauze! Wenn du die Antwort nicht sofort findest. Mein Garten birgt viele Welten in sich. Bin noch nicht fertig. So. Man kann ihn also nur kurzzeitig unterbrechen. Aber wie? Ja, hier wollte ich doch noch gar nicht hin. Moment, also wir sind auf dem richtigen Weg. Ich muss ihn einfach nur kurz unterbrechen. Kann ich... Ah, Mist, ich bin schon wieder hier reingekommen. Kann ich nicht irgendwie so ein Türmchen bauen, was hoch genug ist? Warte mal. Gib mir mal... Wie viel habe ich denn über... Ich habe 3 davon, ne? Oder habe ich noch einen, den ich gebrauchen kann? Das wird nie im Leben hoch genug sein. Weil den kann ich ja da drauf machen. So, kann ich den noch da drauf? Nee. Also ich kann keinen Dreierturm bauen. Das geht und das geht dann wieder nicht, richtig? Ja, klar. Macht ja Sinn. Okay, und los! Hahaha! Yes! Außergewöhnliche Hartnäckigkeit erkannt. Vielen Dank. So. Ich lasse mich hier nicht verarschen, Freunde. So. Alles klar, würde ich sagen. Alright! Bin gerade so ein bisschen stolz, dass ich das geschafft habe. So, da vorne ist noch was. Moppa, hoppa, da. So, das brauchen wir auch noch. Jo, alles klar. Was haben wir denn hier? Sonnenschuss. Okay, irgendwas mit nach oben wahrscheinlich wieder. Wo ist denn die Sonne hier? Ist wieder halb am Untergehen, ne? Ja, da ist der Schatten. Also muss die Sonne irgendwo da sein. Keine Ahnung. Hm. So, wo müssen wir hin? Da hinten wahrscheinlich. So, da müssen wir schon mal... Okay, pass auf. Wir werden hier wahrscheinlich wieder nicht alle mitnehmen können, oder? Weil einer muss das Ding ja aktivieren. Also fliege ich mit dem schon mal zusammen rüber. So. Und dann hier rüber, ne? So. Und hab dann hier keinen Quader. Das ist schön. Wenn ich jetzt darüber schieße, kann ich das Ding nicht mehr aktivieren. aber ich kann die Leiter gehen. Das geht. Das geht. So. Mhm. So, dann hier. Bum, bum. Ups. Puff. Bang. Danke. Was zur Hölle? Warum war das jetzt wieder so einfach? Ich verstehe es nicht. Vielleicht wollen die damit auch verhindern, dass man zu viel Frust hat oder so. Oder dass der Spieler Frust aufbaut, dass man sagt, okay, manchmal machen wir dir so ein bisschen was Einfaches oder so. Wo kann ich denn mal hier pinseln? Ich möchte mal einen pinseln, bitte. Am besten direkt vor dem Eingang von so einem Rätselding. Hier hinten ist überall irgendwie gar nichts, ne? Nur Wüste, Sand und Staub. Und da ist schon wieder was zu lesen. Dann machen wir hier mal den Pinselton, oder? Kann ich auch nicht pinseln. Da. So, ich habe keine Idee. Ich bin am Rand der bekannten Welt. Elohim hat dem Turm gelogen. Komm, wir provozieren den mal. Vielleicht kommt ja da irgendwas. Vielleicht reagiert er auch gar nicht. So. Suche nach lokalen Zwischenberichten. Körper und Seele. Soma. Oh, warte mal, das lese ich mal. Wir haben ja Soma gespielt. So, Czernewski. Namen sind eine lustige Sache. Ich erinnere mich, wie sehr wir gekämpft haben, bis wir einen Namen für unser Projekt hatten. Alle seriösen Wissenschaftler benennen ihre Projekte, indem sie einfach ins Griechische oder ins Lateinische übersetzen. Stimmt's? Corpus hat mich an eine schreckliche Krankheit erinnert. Also haben wir stattdessen das griechische Wort verwendet. Soma. Durchaus angebracht. Aber wir brauchten ein Bakronym wegen der Sponsoren. Wie du weißt, lieben Konzerne Bakronyme. Uns wurde sogar eine Liste von schlagwortstarken Vorschlägen gegeben, so Sachen wie selbstständiger, orthotastischer, modularer Androide, strapazierfähiger, aufmerksamer, mechanischer,
Anthrophoide, skeumomorphischer, omni-anpassabler, mobiler, anthropomorphat. Anthropomat. Wir waren bald frustriert, dass wir albern wurden. Das lese ich jetzt nicht alles durch. Das könnt ihr euch selber durchlesen, ganz ehrlich. Am Ende haben wir alle Namen so, haben alle den Namen Soma gehasst, nur weil ich uns deswegen so oft mit den Sponsoren rumgeschlagen haben. Und als Alexandra dann die Geschichte von Talos-Prinzip erzählt hat, hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob wir wirklich passt, aber irgendjemand mag. Aber irgendwie mag ich ihn. Okay. Ne, die ganzen Abkürzungen da, keine Ahnung. Körper und Seele. Aber es wird allgemein angenommen, dass die Ägypter glaubten, die Seele würde weiterleben, solange der Körper unversehrt bestehen bleibt. Und haben somit versucht, auf diese Weise dem Tod zu entrinnen. Wie konnten die weisen Ägypter, fragte Nekaya, so schlecht von der Seele denken? Wenn die Seele einmal diese Trennung überstanden hat, was kann sie demnach vom Körper erhalten oder erleiden? Die Ägypter würden zweifellos sagen, der Astronom in der Finsternis des Heidentums und dieser ersten Morgendämmerung der Philosophie falsche Annahmen machen. Die wahre Natur der Seele ist, trotz all unserer Bemühungen und klares Wissen, immer noch umstritten. Und doch sagen einige, dass sie materiell sei, obwohl sie gleichermaßen glauben, sie sei unsterblich. Ja. Mir fällt übrigens gerade auf, dass hier unten Ian steht. Da steht Ian. Ian. Ja, Dr. Ian.